herzliches Willkommen. Wir sind bei Montag, 22. Mai 2023. Und ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Habt euch gut erholt. Und wir schauen, was uns erwartet. Wir haben die Sonne seit gestern in den Zwillingen. Mars ist seit Samstag im Löwen. Wir haben noch Merkur und Uranus im Stier. Der Mond ist auch in den Zwillingen und sorgt natürlich für gute Kommunikation. Des Weiteren haben wir natürlich Jupiter im Stier, der eben auch bis heute noch einschließlich so ein bisschen dazu neigt, Dinge zu übertreiben in irgendeiner Form oder sich ein bisschen zu viel zuzutrauen. Da sollte man vorsichtig sein. Wir haben natürlich auch die Venus noch im Krebs, sehr gefühlvoll, sensitiv. Neptun und Saturn sind noch in den Fischen. Wir haben eine gute Verbindung zwischen Mars und Pluto. Und diese Verbindung spornt natürlich an, ja. Und da kann man aber auch sehr schnell in Rage geraten. Ihr müsst euch vorstellen, Wassermann ist in Pluto. Pluto ist im Wassermann rückläufig, der Mars im Löwen, sehr anspruchsvoll, sehr eigenwillig und möchte bewundert werden. Und da kann es dazu führen, dass man sehr schnell, naja, sich so ein bisschen aufregt. Gleichzeitig verbinden sich diese zwei Planeten zu einer positiven Sache, wo man dann eben auch gut vorankommt und sich auch durchsetzen kann. Das heißt, auch da sollte man ein gesundes Mittelmaß finden. Und wir haben bis 5:30 noch den Mond in den Zwillingen, wechselt dann in den Krebs. Das heißt, wenn ihr das hört, ist der Mond bereits im Krebs, was natürlich auch sehr empfindlich macht. Mit Neptun und Saturn in den Fischen kann dafür sorgen, dass der eine oder andere ein bisschen übersensibel ist und vielleicht auch ein bisschen ja nachtragend, gerade auch mit dieser Verbindung Pluto. Seid da bitte einfach taktvoll, tolerant und nicht zu forsch, wenn ihr etwas umsetzen wollt. Bleibt freundlich, bleibt entgegenkommend und ich denke, damit fahrt ihr am besten, bevor es da zu irgendwelchen Streitigkeiten kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche und wir schauen uns jetzt an, wie das in den Karten aussieht. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Montag, 22. Mai 2023. Ich hoffe, du hast das Wochenende gut verbracht, dich gut erholt und startest mit neuer Energie. Was haben wir heute? Wir haben die Sonne in den Zwillingen. Wir haben Merkur in Stier. Wir haben Uranus im Stier. Wir haben Mars im Löwen, was natürlich gut ist. Wir haben den Mond bis 5:30 in den Zwillingen, danach im Krebs. Wir haben auch die Venus im Krebs, das heißt gefühlvoll, Sensitivität ist angebracht, ja, miteinander umgehen, eben sehr vorsichtig, sehr gefühlvoll und intuitiv. Wir haben dann auch Neptun und Saturn in den Fischen. Also der Umgangston sollte sehr freundlich und entgegenkommend sein. Zudem haben wir noch hier bis heute noch Mars, der eben Pluto gegenübersteht. Und damit natürlich Rachgedanken und Wut hervorrufen kann, da sollte man sehr vorsichtig sein. Das kann man später nicht zurücknehmen. Die Venus ist, wie gesagt, auch im Krebs. Also muss man ein bisschen aufpassen, wie man mit diesen Energien umgeht. Dann haben wir aber auch Sonne und Mars, die eben dafür sorgt, dass man gut vorankommt. Also Kommunikation ist ja auch gestärkt. So, was haben wir jetzt heute für den Widder? Das Ass der Kelche ist die Eigenliebe, wie gehe ich mit mir selber um? Wenn ich gut mit mir selber umgehe, gehe ich auch mit anderen gut um. Das heißt, die Eigenliebe ist schon wichtig. Kommunikation, ich sage ja, die Kommunikation geht ja von innen heraus und Optimismus. Also du versprühst heute als Widder eine Menge Optimismus, du bist positiv gestimmt, du gehst die Dinge an. Ich denke, dass du auch liebevoll auf andere zugehst und nicht von Rachegedanken irgendwie auf Abwege gerätst. Und das ist auch sehr erfolgreich. Also das ist ein toller Start in diese Woche mit positiver Energie, mit positivem Herangehen an die Dinge und auch an die Menschen. Und vor allen Dingen auch, du krempelst die Ärmel selber hoch, du arbeitest mit, du bist kommunikativ, denke ich mal auch, und willst dann auch mit deiner Gemeinschaft, mit deinen Leutchen was erreichen. Und genau dieses Entgegenkommen ist es, was dir eben auch
positiv zurückgezeigt wird, ja. Also ich denke mal, dass du sehr großzügig mit liebevollen Worten und Komplimenten bist und entsprechend kommen dann auch die Reaktionen. Das ist schön, das ist ein toller Start. Mach weiter so. Ich wünsche dir einen tollen Start und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Montag, 22. Mai 2023. Ich hoffe, du hast das Wochenende eben auch schön verbracht und gehst gestärkt und mit neuer Energie und ja, tollen Gedanken in die Woche, denn wir haben Jupiter natürlich in deinem Zeichen, Uranus in deinem Zeichen. Die Sonne ist inzwischen in den Zwillingen, was sehr kommunikativ macht. Wir haben Mars im Löwen, kämpferisch, ja. Wir hatten bis heute Morgen 5:30 den Mond im Zwilling und jetzt ist der Mond im Krebs. Sehr gefühlvoll, sensitiv, Venus ist auch noch im Krebs und bedeutet eben, dass man auch vorsichtig und sensitiv mit anderen umgehen sollte und natürlich auch auf seine eigenen Gefühle achten sollte, denn der rückläufige Pluto im Wassermann steht dem Mars im Löwen gegenüber. Das kann natürlich zu Konflikten führen, haben wir ja schon gehört, war ja auch am Wochenende so. Da sollte man auf jeden Fall sehr achtsam sein, nichts überstürzen und vor allen Dingen auch sich möglichst nicht darin verwickeln lassen. Andersrum haben wir Sonne und Mars natürlich in aktiv und gut vorankommend. Das ist ja schön, das sollte man natürlich auch fördern, aber man sollte seine Ansprüche vielleicht auf ein gesundes Maß zurückhalten. So, schauen wir uns an, was wir für den Stier am heutigen Montag haben. Sachlage, wir kümmern uns um die Dinge so, wie sie sind, also Faktenklärung. Eigenliebe ist da auch drin und wir wollen ein Risiko eingehen. Ja gut, in der Liebe oder im Gefühlsbereich ist das vielleicht angebracht, aber man sollte die Fakten klären und man sollte natürlich nicht übers Ziel hinausschießen. Man sollte vielleicht auch nicht überhöhte Erwartungen haben durch den Mars im Löwen und man sollte eben auch sehr, ja, ich sag mal, nicht übertreiben. Dass man was riskiert, ist okay, aber das Risiko sollte absehbar sein. Wir haben die 5 der Kelche. Es kann nämlich bedeuten, dass man merkt, dass man gewisse Dinge nicht verändern kann. Man kann nur mit dem arbeiten, was einem zur Verfügung steht. Und deswegen sollte man sich auch überlegen, inwieweit bin ich als Stier jetzt bereit, da mich in die Bresche zu legen oder irgendwas zu tun, was vielleicht über den Tellerrand hinausgeht, wovon ich dann auch was habe. Vielleicht kann ich was bewirken, aber vielleicht ist es auch so, dass die Dinge so starr sind und so schwierig sind, dass ich damit gar nichts erreiche. Und diese Konsequenzen musst du vorher überdenken. Also halte dich an die Fakten, auch wenn du, ich sag mal, positive Energie hast, Dinge umzusetzen und das Gefühl hast, du kannst was bewirken, rechne trotzdem damit, dass vielleicht auch da das nicht unbedingt alles auf Gegenliebe stößt, ja. Und dass du nur in deinem Rahmen und in deinem nahen Umfeld vielleicht irgendwas bewerkstelligen kannst. Ich wünsche dir ein gutes Maß der Dinge, gutes Gelingen, guten Start und dann sage ich mal bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind beim Montag, 22. Mai 2023. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende, hast dich gut erholt und gehst gestärkt aus diesem Wochenende hervor. Die Sonne ist im eigenen Zeichen. Das ist toll. Der Mond war jetzt bis 5:30 auch in deinem Zeichen. Neue Energie, Stärkung, Mars im Löwen auch. Aber kann natürlich dazu führen, dass die Ansprüche auch gestiegen sind und dass man vielleicht ein bisschen viel möchte. Bleib auf dem Teppich. Wir haben Jupiter im Stier und auch Uranus im Stier. Die Veränderungen passieren nicht so schnell, wie man sich das vielleicht wünscht. Zudem ist der Mond jetzt auch im Krebs und man muss ein bisschen auf die Feinheiten achten, auf die Sensibilität im Umgang mit anderen. Neptun und Saturn sind in den Fischen und gefühlsmäßig kann der Neptun bei dir eben auch so ein bisschen Chaos verursachen und dir so ein bisschen den Blick fürs Wesentliche entziehen. Also vorsichtig vorgehen, nicht zu hastig und auch nicht zu erhöhte Anforderungen, sowohl an dich selbst als auch an andere, das wäre nicht so gut. Dann ist die Enttäuschung nämlich vorprogrammiert. Ja, schauen wir uns an, was wir für den Zwilling heute haben. Liebevolle Fürsorge, das ist die Krebsenergie. Da ist auch diese gefühlvolle Chaos, denke ich, drin.
und dass irgendwas an die Oberfläche kommt. Also ich denke mal, dass du entweder fühlst du dich irgendwo bevormundet, eingeengt oder dir ist das zu viel mit der Fürsorge von anderen und hinterlässt bei dir irgendwie das Gefühl, du sollst irgendwo hingedrängt werden. Es kann aber auch sein, dass deine Gefühle dich irritieren aus irgendeinem Grund, dann ist es natürlich wichtig, den Sachen auf den Grund zu gehen, warum das so ist, warum dieses Gefühl da ist. Die Klärung kann in Gemeinschaft stattfinden, indem man nämlich darüber spricht, aber in aller Ruhe. Das sollte man, wir haben ja den Pluto rückläufig gegenüber Mars im Löwen. Es kann sein, dass entweder du oder dein Gegenüber, je nachdem, wie die Situation bei dir liegt, der eine oder andere sich in irgendeiner Form überfordert fühlt, übergangen fühlt. Oder dass man eben auch sich nicht gerade gut versteht. Das kann daran liegen, dass man aneinander vorbeiredet oder dass man eben auch andere Vorstellungen hat. Ja, es ist ja nicht so, dass jeder gleich denkt und fühlt. Und deswegen kann es sein, dass der eine oder der andere eben in diesem Zusammenhang irgendwie auf der falschen Fährte ist. Vorsichtig damit umgehen. Wir haben noch diese etwas krawallige Energie zwischen Pluto und Mars. Da sollte man nicht übertreiben, bleibe zurückhaltend und lass dich unterstützen. Ja, frage vielleicht nach und sei da bitte sehr sensitiv. Das ist wichtig. Ja, wenn du dich um eine Sache kümmern möchtest, ob die dich selbst betrifft oder jemand anderen, dann solltest du immer darauf achten, nicht zu weit zu gehen. Ja, dass man eben auf dem Teppich bleibt. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche. Viel Erfolg. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind bei Montag, 22. Mai 2023. Sonne befindet sich in Zwillinge. Der Mond war bis heute Morgen kurz, also um 5:30 noch in Zwillinge und ist jetzt in deinem Zeichen. Macht dich natürlich auch sensibel, sensitiv, feinfühlend und intuitiv natürlich auch. Der Mars ist im Löwen, der Jupiter im Stier. Das hilft dir, der Jupiter im Stier. Pluto rückläufig im Wassermann ist steht dem Mars im Löwen gegenüber und kann für Krawall sorgen heute. Das kann gefühlsmäßig sein, das kann auch verbal sein, je nachdem. Man sollte da sehr vorsichtig vorgehen und nichts übertreiben, obwohl natürlich die Sonne im Sextil zum Mars steht und für gutes Vorankommen steht. Also trotzdem kann es da Unstimmigkeiten geben, Missverständnisse oder dass der eine oder andere irgendwie nicht gut drauf ist oder mit der Sache, mit der Situation nicht klarkommt. Das kann bei dir liegen, das kann aber auch bei deinem Gegenüber liegen. Schauen wir uns an, was wir heute für den Krebs so haben. Freundliches Entgegenkommen. Ja, das ist okay. Daran sollte man festhalten. Bedeutet, dass man von seiner Freundlichkeit nicht abweichen sollte. Mit dem Turm Platz schaffen für Neues. Das bedeutet eben, dass man trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Umstände, trotz allem, was so passiert, eben seine Freundlichkeit nicht aufgeben sollte. Man sollte natürlich mit den vier der Münzen auch, auf dem Teppich bleiben. Nicht übers Ziel hinausschießen oder zu viel erwarten. Ja. Der Turm, darüber haben wir auch, glaube ich, in der Monatslegung schon gesprochen, wenn du sie noch nicht gesehen hast. Es geht darum, dass du eben auch dich von Dingen trennst, die dich nicht weiterbringen. Ja, an Freundlichkeit kann man festhalten, aber gewisse Dinge kann man vielleicht auch ablegen. Wir haben den Magier. Der Magier ist eben auch Manifestation mit allen Werkzeugen, die dir zur Verfügung stehen, die Dinge umzusetzen, aber natürlich nicht krampfhaft, sondern eben mit Ideen, mit kollektiver Annahme, dass man sich abspricht auch natürlich, dass man miteinander eben Dinge kreiert, Dinge verändert, ja, und eben auch Dinge los wird, die man nicht mehr gebrauchen kann. Denn um Neues herzustellen oder Neues erleben oder mitzugestalten, muss man natürlich auch Platz dafür haben in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen, und in seinem Arbeitspensum zum Beispiel. Ja, also da ist es wichtig, dass man da eben nicht übertreibt und eben auch dafür sorgt, dass dieser Platz vorhanden ist. Und das ist heute die Möglichkeit, ja, dass du da eben neue Ideen schöpfst und eben auch erschaffst mit anderen. Aber dazu muss natürlich auch irgendwas weichen. Ja, ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche. Viel Erfolg. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder.
Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Montag, 22. Mai 2023. Die Sonne ist in den Zwillingen, der Mars ist in deinem Zeichen. Das ist natürlich stärkend und positiv soweit, aber wir haben heute noch den rückläufigen Pluto im Wassermann gegenüber deinem Marszeichen, also deinem Zeichen Löwe. Kann bedeuten, dass man ein bisschen sauer ist, kritikfreudig, wütend, ja, eben auch ungehalten sein kann. Das muss nicht bei dir liegen, das kann dir auch begegnen. Wir haben den Mond seit 5:30 im Krebs, vorher war in Zwillinge, aber im Krebs sehr feinfühlig, sehr sensibel, sehr sensitiv und überempfindsam natürlich auch. Ja, also man muss da ein bisschen aufpassen. Jupiter ist im Stier genauso wie Uranus. Das heißt Erdenergie, Pragmatismus, sensitiv mit natürlich auch Venus im Krebs und Mond im Krebs. Dann haben wir Saturn und Neptun in den Fischen. Also es ist schon wichtig, sensibel zu bleiben, intuitiv zu handeln und eben nicht einfach loszupoltern, wenn irgendwas ist. Freundlich bleiben und erstmal gucken, was denn los ist. Was haben wir? Da sind die 8 der Schwerter. Man weiß mit einer Situation nicht umzugehen. Vielleicht im Team, in der Gruppe, in der Familie oder im Kollegenkreis. Aufrichtigkeit zu sich selbst. Was will ich eigentlich? Wichtig ist, dass ich mir als Löwe darüber im Klaren bin, wo ich denn hin will. Wenn ich hier verwirrt bin, wie die Dinge zusammenhängen, kann ich ja die Leute fragen, wie die das sehen. Ja, ganz sachlich und neutral. Ja, aber ich muss zu mir selber ehrlich sein, wie bin ich denn unterwegs und wie passt das zusammen? Wichtig ist, dass Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit und ja, ich sag mal, aufrichtige Sympathien auch eine Rolle spielen. Also wenn, dann sollte man eben auch höflich und entgegenkommend auf andere zugehen. Und vielleicht ist das auch etwas, was du dir wünschst von deinen Kollegen, ja, dass du nicht verstehst, warum manche Sachen eben nicht besprochen werden zum Beispiel oder warum eben die Situation oder die Stimmung nicht so gut ist, wie du dir das wünschen würdest. Das kann man durchaus ansprechen. Aber wichtig ist, dass du dir im Vorfeld darüber klar wirst, welchen Part du daran auch mit einnehmen möchtest. Wenn wir von einem Team sprechen, dann ist jeder natürlich auch Teil dieses Teams und kann von seiner Warte aus natürlich auch einen gewissen Teil dazu beitragen. Und dann muss man auch Vorschläge machen, was man selber bereit ist zu tun. Und das finde ich eine gute Idee, dass man eben ruhig auch freundlich Dinge anspricht und sagt, ich habe mir überlegt, das könnte ich dazu beitragen, wie seht ihr das? Das fände ich eine gute Sache, ist eine schöne Energie für den Start in diese Woche. Ich wünsche dir dabei natürlich gutes Gelingen, eine Klärung vielleicht, aber denk dran, dass man sich da bitte nicht in Rage redet, ja, und vielleicht auch nicht zu hohe Erwartungen generiert, sondern eben auch zuhört und mit sich selbst ins Reine kommt. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Montag, 22. Mai. 2023, Sonne in Zwillinge, Mond bis 5:30 in Zwillinge, danach im gefühlvollen Krebs. Wir haben Jupiter im Stier, Uranus im Stier, Erdenergie, die dich unterstützen. Wir haben die Venus in Krebs, wir haben Mars im Löwen. Wir haben eben auch Neptun und Saturn in den Fischen und Neptun kann gefühlsmäßig schon mal ein bisschen schwierig sein für die Jungfrau. Das sollte man beachten. Wir haben aber auch ein Sextil zwischen Sonne und Mars, Sonne in Zwillinge und Mars in Löwen, man kommt gut voran. Allerdings haben wir heute noch diesen Ausläufer auch vom Wochenende mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann und dem Mars im Löwen. Da kann es zu Konflikten kommen. Es kann auch richtig ja aktiv zu Streitigkeiten kommen, wenn man nicht aufpasst. Deswegen die sensible Energie im Krebs und so weiter und natürlich die gereizte Stimmung zwischen Pluto und Mars kann ja dazu beitragen, dass man vielleicht etwas eskaliert oder das andere eskalieren. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für die Jungfrau am heutigen Montag haben. Erfolg, das ist schon mal sehr gut. Wir haben Magier, Manifestation und wir haben Entscheidung. Also man arbeitet sehr erfolgreich daran, die Dinge, also ich denke mal zu kreieren,
zu bewerkstelligen, erfolgreich umzusetzen. Und dann ist die Entscheidung, wie geht's weiter? Und da haben wir den Wagen, da ist die Krebsenergie. Und die Krebsenergie heißt ja auch, ich halte den Wagen in der Spur. Das heißt, ich tendiere nicht zu sehr in die eine oder in die andere Richtung. Ich bin da neutral. Ich versuche, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Und das kann vielleicht für den einen oder anderen, unter anderem natürlich auch für eine Jungfrau, irgendwie, ich sag mal, ein Dorn im Auge sein. Dass man sagt, wir haben so großartige Ideen, wir können das umsetzen, wir wollen das so und so machen. Bitte keinen Zwang. Weder, dass du den ausübst, noch dass du dir den gefallen lässt, sondern man sollte da sehr sachlich und natürlich auch fachlich glänzen. Und ich denke, das kriegst du hin. Ein gesundes Maß, die Dinge in eine richtig gute Fahrrinne zu bringen. Also von der Entscheidung in die Umsetzung ist natürlich auch die Leute mit ins Boot zu holen, die daran beteiligt sind, die davon partizipieren oder eben auch mitwirken sollen. Die müssen ja wissen, wo es lang geht. Und da ist die Kommunikation mit Sonne in Zwillinge auch sehr gut. Man kommt damit gut voran, wenn man sich darum kümmert, dass man eben, ja, alle mit ins Boot holt. Und das ist, glaube ich, auch mit der Krebsenergie gemeint und wichtig. Und dass man da eben nicht streitet, sondern konstruktiv mitwirkt, die Dinge zum Erfolg zu führen oder weiterzuführen, dass das erfolgreich bleibt. Und da denke ich, bist du auch gefragt, als Jungfrau zu vermitteln. Mit sensitiver Energie, Krebsenergie ist auch sehr sensitiv, die Zügel in der Hand auf eine sehr fürsorgliche und liebevolle Art. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, einen guten Start in diese Woche. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind beim Montag, 22. Mai 2023. Sonne in Zwillinge, Mond bis 5:30 in den Zwillingen, danach im Krebs. Wir haben die Venus im Krebs, wir haben den Mars im Löwen, Jupiter im Stier und auch den Uranus im Stier, Pluto im Wassermann rückläufig. Und wir haben ein Sextil zwischen Sonne in Zwillinge und Mond im Löwen, aber wir haben eine schwierige Energie, die auch noch vom Wochenende herrührt, mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann und dem Mars im Löwen, die sich genau gegenüberstehen und da eben, ja, Wut, Enttäuschung, Frust kann da eine Rolle spielen oder man überschreitet Kompetenzen. Das kann dir so gehen, das kann aber auch anderen so gehen, mit dieser Energie, dass man eben da nicht übertreibt. Du bist als Waage so ein bisschen in dieser Richtung geneigt, hohe Erwartungen zu haben mit Mars im Löwen und auch mit der Zwillinge-Energie, ich sag jetzt mal, dich zu verzetteln vielleicht, zu viel vorzunehmen, zu viel vielleicht auch zuzusagen, ohne dass du weißt, ob du das schaffst zum Beispiel. Du möchtest keinem zu nahe treten, aber du solltest dich auch natürlich nicht in die Gefahr begeben, dann Konflikte zu haben, wenn du dir zu viel zumutest. Schauen wir uns an, was wir für die Waage heute haben. Anpassung, da ist das Rad des Schicksals. Als Waage bist du anpassungsfähig. Wir haben die 4 der Schwerter. Überlegen und Ruhephase, bevor du eine Entscheidung triffst. Keine schnellen Tür- und Angelentscheidungen. Fokussiert auf das, was funktioniert, auf die Routine, auf das, was geht. Ja. Und eben auch, wenn dir solche Konflikte begegnen, dich möglichst natürlich raushalten, nicht noch provozieren oder provozieren lassen. Fokussier dich auf die Ruhe. Darin steckt die Kraft, darin steckt auch die Kreativität und die Möglichkeit zu vermitteln. Dafür ist vage Energie auch sehr gut geeignet, zwischen, ich sag mal, zwei streitenden Parteien zu vermitteln. Wir haben den Ritter der Kelche. Das ist liebenswürdige Art, Entgegenkommen, ja, Freundlichkeit, eben auch so ein bisschen, sagen wir mal, der ja, Linienrichter zu sein oder der derjenige oder diejenige, die Person, die eben vermittelt und die eben ruhig und entspannt bleibt, sich anpasst an die Gegebenheiten. Dazu gehört natürlich auch die Krebsenergie, die Stimmung so ein bisschen zu spüren, wenn es knistert oder wenn es irgendwie ein bisschen unschön wird oder ne, du kannst da sehr friedensstiftend eingreifen. Ja, und auch wenn dir jemand irgendwie so ein bisschen von der Seite kommt, dass du da eben sehr charmant und entgegenkommend bist und dich da aber nicht über den Tisch ziehen lässt. Das ist ganz wichtig, ja. Also ich glaube, dass du da einen guten Start hinlegst und sehr versöhnlich wirken und einwirken kannst. Ich finde das schön. Pass dich den Gegebenheiten an, aber lass dich nicht unterbuttern. Und wenn du kannst, kannst du natürlich auch Frieden stiften. Ich wünsche dir einen schönen Start in diese Woche. Mach schön langsam und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder.
Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Montag, 22. Mai 2023. Sonne in Zwillinge, Mond in Zwillinge bis 5:30, danach im Krebs. Wir haben den Jupiter im Stier, den Uranus im Stier. Wir haben Venus im Krebs. Wir haben Mars im Löwen. Und wir haben dann natürlich auch das, ich sag mal, diese Energie vom Wochenende noch zwischen Pluto und Mars, die sich gegenüberstehen und Rachgedanken, Wut und Enttäuschung oder Provokation mitbringen können. Lass dich davon bitte nicht anstecken. Ja, du hast den Mond im Krebs, du bist einfühlsam, du kannst die Stimmung sozusagen intuitiv abgreifen und mit Neptun und Saturn in den Fischen ja freundlich entgegenkommend reagieren, auch wenn vielleicht die Situation schwierig sein sollte. Nervös macht dich natürlich die Sonne in den Zwillingen, die dafür sehr viel Action sorgt oder für viele Kontakte, Gespräche, Diskussionen. Aber ja, ich sag mal, mit Mars im Löwen ist das auch kämpferisch natürlich. Und entweder bei dir oder bei anderen kann es sein, dass da so ein bisschen die Schmerzgrenze erreicht ist oder dass es zu Streitigkeiten kommt. Schauen wir uns jetzt an, was wir für den Skorpion heute haben. Der Turm, Platz schaffen für Neues. Acht der Kelche, neue Wege gehen und Zurückhaltung. Also ich denke mal, dass es Veränderungen gibt und du dich darauf einstellen möchtest, aber du bist noch nicht so weit, dass du da jetzt eine Entscheidung getroffen hast oder darüber reden möchtest. Ich denke mal, du bist auch zurückhaltend, wenn es Veränderungen gibt, die dir noch nicht so klar sind oder wo du dir nicht sicher bist, ob du die gut findest, dass du da nicht so viel zu sagst. Du machst das erstmal mit dir selber aus. Das ist auch okay. Du musst dir ja selbst erstmal darüber klar werden, wie du die Dinge findest. Die Dinge, die da vielleicht wegfallen oder die neu kreiert werden oder die sich daraus ergeben. Wenn du darauf angesprochen wirst und jemand vielleicht etwas von dir wissen will in dem Zusammenhang, dann sag doch, auch wahrheitsgemäß, da muss ich noch drüber nachdenken, ich bin mir noch nicht sicher, das ist vollkommen in Ordnung. Man muss ja erstmal darüber nachdenken und man möchte ja auch nicht sagen, was dann nachher nicht zurückzunehmen ist. Und deswegen ist es wichtig, dass du keine voreiligen Schlüsse ziehst, dass du keine Tendenzen hast, irgendwie vorzuverurteilen oder auch mit diesen drei Schwertern etwas Verletzendes zu sagen. Da solltest du dich schon zurückhalten, denn wir haben das Potenzial von Streitigkeiten. Und selbst wenn sich hier irgendwas ändert oder irgendwas wegfällt oder so, dann muss man sich damit erstmal auseinandersetzen. Und da solltest du eben auch nicht voreilig handeln. Und auch weil eben diese Energie da eben verletzend sein kann, sollte man sich da eher zurückhalten, als dass man da jetzt schon eine letzte Beurteilung abgibt. Man sollte da in Ruhe drüber nachdenken. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche. Mach schön langsam, nichts überstürzen. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind beim Montag, 22. Mai 2023. Wir haben die Sonne in den Zwillingen, den Mond auch bis 5:30. Und danach im Krebs. Das heißt, jetzt, wenn du das hörst, ist der Mond bereits im Krebs, damit die sensitive Energie. Venus ist noch im Krebs, Mars ist im Löwen, unterstützt dich natürlich. Jupiter und Uranus befinden sich im Stier, eine sehr erdgebundene, pragmatische Energie. Man sollte langsam machen. Wir haben Sonne und Mars im Sextil, die ergänzen sich gut, man kommt gut voran. Wir haben aber heute auch noch den Ausläufer vom Wochenende. Pluto im Wassermann rückläufig gegenüber Mars im Löwen kann zu Provokationen führen, Streitigkeiten, Uneinigkeit oder eben auch Rachegedanken bei dem einen oder anderen. Davon solltest du dich nach Möglichkeit fernhalten oder dich nicht davon irgendwie beeinflussen lassen. Wir haben Neptun in den Fischen, der natürlich auf den Schützen immer auch mal wieder verwirrend wirken kann. Da solltest du dann keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ganz wichtig. Wir haben eben auch Krebsenergie. Wir haben Saturn und Neptun in den Fischen. Entgegenkommen, freundlich bleiben und keine zu schnelle Entscheidung wäre gut. Und natürlich auch keine Provokation auch von deiner Seite nicht, ne? Erstmal gucken, was überhaupt los ist. Mit Intuition kann man das besser erfassen. Was haben wir für den Schützen? Freundliches Entgegenkommen, das ist sehr gut, Ritter der Kelche. Damit kommst du auf jeden Fall heute gut an und weiter.
Und wir haben die Neun der Schwerter. Das sind Sorgen und Nöte, die man vielleicht mit anderen teilt. Wo man vielleicht auch darüber spricht, ja, was einen bewegt oder was einen verletzt oder worüber man sich einfach Sorgen macht. Vielleicht auch innerhalb der Familie oder der Partnerschaft. Königin der Schwerter bedeutet Aufrichtigkeit, Authentizität. Das heißt, es sind deine wahren und echten Gefühle, die du da mitteilst, wie du dich fühlst. Und vielleicht ist es auch so, dass es ein schöner Moment ist und du irgendwie auch äußerst, ach schade, ich wünschte, ich könnte den Moment festhalten zum Beispiel. Aber mit den Neun der Schwertern und der Königin der Schwerter geht es einfach darum, sich und anderen nichts vorzumachen. Also nicht so zu tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn das nicht der Fall ist. Und vielleicht auch sich selbst zu überlegen, wie man mit den Sorgen und Nöten, die man hat, umgeht. Denn es ist wichtig, dass man ja selber auch weiß, dass man vielleicht auch aus Angst oder aus Befürchtung irgendwie anders reagiert, als wenn man sich ganz sicher wäre. Also sich selbst auch hinterfragen und mit sich selbst klären, was macht mir denn jetzt Angst und was ist für mich schlimm oder was möchte ich ändern. Ich denke, dass du mit Freundlichkeit und auch mit Vertrauen gegenüber nahestehenden Personen sehr viel erreichen kannst. Also eine gewisse Offenheit, ja. Aber wie gesagt, du solltest eben nicht jetzt in Diskussionen verfallen, sondern vielleicht einfach nur ein Gespräch, ein Austausch, eine Mitteilung, ne? Und das immer dann, wenn du das für dich erstmal abgeklärt hast. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, einen guten Start in diese Woche und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock. Wir sind beim Montag, 22. Mai 2023. Wir haben die Sonne in den Zwillingen, den Mond bis 5:30 in den Zwillingen, danach im Krebs. Wir haben Jupiter und Uranus im Stier, Erdenergie, Pragmatismus. Wir haben ja Mars im Löwen, Venus im Krebs und wir haben ja Neptun und Saturn in den Fischen. Pluto im Wassermann ist rückläufig und ich denke, dass eben auch du ein bisschen aufpassen musst heute noch. Denn wir haben vom Wochenende noch die Energie des rückläufigen Pluto gegenüber Mars. Da kann es zu Machtkämpfen kommen, Austausch oder eben auch Nickeligkeiten oder Wettbewerb oder vielleicht auch ja, Provokation, Rache, ja, Zorn in irgendeiner Form. Da muss man mit der Sensitivität der Venus im Krebs und auch des Mondes im Krebs ein bisschen vorsichtig sein, denn verletzende Worte, die werden einem lange dann auch vorgehalten oder aufs Butterbrot geschmiert, wenn man das zu leichtfertig loslässt. Es kann zu Gesprächen kommen, das ist ja auch okay, aber man sollte eben keine Streitgespräche zulassen. Ich glaube, das könnte sehr leicht heute eskalieren noch. Schauen wir uns an, was wir für den Steinbock heute haben. Neue Wege im Gefühlsbereich 8 der Kelche. Klarheit und Wahrheit, man wird sich über etwas klar im Gefühlsbereich und das führt zum Erfolg. Also man kann gefühlsmäßig heute als Steinbock eine Erkenntnis gewinnen. Ja? Je nachdem, wie du dich fühlst oder vielleicht probierst du gefühlsmäßig etwas anderes aus, etwas Neues, kann dich das sehr bereichern, ja? Indem du diese Erkenntnis gewinnst. Ja? Wie gesagt, lass dich nicht provozieren. Vielleicht ist es ja auch ja, Gedankengang, eine Klärung oder du erkennst etwas daraus, was dich sowohl privat als auch beruflich weiterbringt. Wir haben die Waage-Energie, der Ausgewogenheit, des Austarierens. Vielleicht findest du einen Weg, wie du Gefühl und Intellekt so in Einklang bringen kannst oder wie du eben deine Gefühle auch anwenden kannst, nutzen kannst, um mit Leuten, Geschäftspartnern oder auch privat Dinge zu klären, indem du eben sensitiv daran gehst. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Die Sensitivität kann dir sehr nützlich sein, weil du die Stimmung auffängst und weil du besser weißt, wie du auf andere zugehen kannst. Und das scheint hier den ersten Erfolg zu generieren an diesem Montag. Also du merkst, wie andere so unterwegs sind, du kannst dich darauf einstellen. Vielleicht kannst du sogar schlichten mit der Waage-Energie. Ja? Vielleicht kannst du erfolgreich etwas in einen gesunden Kompromiss führen, zum Beispiel, ne? Verhandlungen oder ähnliches, ja, indem du dich gefühlsmäßig darauf einlässt. Das finde ich sehr schön. Ich bin gespannt, wie du das umsetzt. Wünsche dir natürlich viel Erfolg dabei, einen guten Start in diese Woche und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder.
herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute beim Montag, 22. Mai 2023. Die Sonne ist in den Zwillingen, der Mond bis 5:30 und danach im Krebs. Das heißt, jetzt ist er schon im Krebs, der Mond. Wir haben Pluto im Wassermann rückläufig, ja. Der steht auch noch dem Mars im Löwen gegenüber und kann zu Machtkämpfen, Streitigkeiten, Provokationen führen. Da musst du als Wassermann natürlich auch ein bisschen Acht geben. Der Mars im Löwen kann deinen Ehrgeiz wecken, deine Ansprüche steigern. Die Kommunikation mit den Zwillingen kann dir, ich sag mal, die Bemerkungen locker von den Lippen fließen lassen. Da sollte man aufpassen. Wir haben Venus und den Mond im Krebs und wir haben Neptun und Saturn in den Fischen. Man sollte nicht zu voreilig, ich sag jetzt mal, Dinge herausposaunen oder anderen zu nahe zu treten. Das kann natürlich auch umgekehrt passieren. Da sollte man Einhalt gebieten. Man sollte sich jetzt aber eben nicht provozieren lassen oder selber provozieren, sondern man sollte versuchen, die Dinge sachlich zu klären, wenn es irgendwie geht. Aber wie gesagt, durch die sensitive Energie des Krebses kann es ein bisschen schwierig sein. Der ein oder andere könnte ja sehr dramatisch werden. Und wie gesagt, das muss nicht unbedingt sein. Wir schauen mal, was haben wir für den Wassermann? Das Team, die Gruppe, die Kollegen, die Familie. Man braucht Geduld mit seinen Mitmenschen oder auch mit sich selbst. Der Herrscher bedeutet Verantwortung. Bedeutet auch, dass ich mir klar darüber bin, dass ich Dinge regeln sollte, dass ich sowohl pragmatisch vorgehe mit Erdenergie, aber auch sensitiv, was die anderen wollen. Ich kann jetzt nicht nur meinen Willen durchsetzen. Ein guter Herrscher kümmert sich eben auch um das Wohlbefinden seiner Mitmenschen. Es kann sein, dass du ein bisschen sehr stark auftrittst mit ja, großem Selbstvertrauen, ja, und da solltest du eben ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Erstmal die Lage peilen, auch sensitiv sich auf die Energie einstellen, wie ist denn die Stimmung und ist das jetzt angebracht, ja. Wir haben die 5 der Münzen, da haben wir den Rückzug. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, nicht von der Stelle zu kommen, ja, weil eben sehr viel Erdenergie und dass du jetzt das Gefühl hast, jetzt oder nie, ich muss mich durchsetzen. Davon solltest du Abstand nehmen mit den 5 der Münzen. Vielleicht erstmal langsam starten in die Woche, erstmal gucken, was liegt an und was steht zur Debatte. Erstmal gucken, nicht zu, ich sag mal, übertrieben, ja, das den Wortführer geben oder vielleicht auch das Kommando übernehmen. Geduld ist gefragt. 4 der Münzen, also die 3 Münzen und diese Münze bedeutet auch, ja, Bescheidenheit. Bescheidenheit ist gut. Nicht zu sehr irgendwie großspurig oder zu selbstbewusst einfach daherkommen. Das ist so mein Tipp für heute. Ich wünsche dir natürlich gutes Gelingen, ein bisschen Geduld und ein bisschen ja langsam rangehen und keine Streitigkeiten. Und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind beim Montag, 22. Mai 2023. Wir haben die Sonne in den Zwillingen, den Mond bis 5:30 und danach im Krebs. Das heißt, jetzt ist der Mond bereits im Krebs. Wir haben auch die Venus im Krebs. Wir haben Neptun und Saturn in den Fischen. Sehr liebevolle Energie. Und wir haben den Jupiter im Stier, den Uranus im Stier, auch sehr hilfreich für dich als Fisch. Wir haben dann aber auch den Mars im Löwen und den Pluto im Wassermann rückläufig. Die beiden stehen sich heute noch gegenüber, ähnlich wie am Wochenende. Es kann zu Streitigkeiten kommen, entweder ja zwischen dir und jemand anderem. Es kann aber auch sein, dass du diesen Streit nur beobachtest. Lass dich da bitte nicht reinziehen, lass dich nicht provozieren und versuche da eben möglichst Distanz zu wahren, dich nicht davon zu sehr vereinnahmen zu lassen. Auf dem Teppich bleiben, realistisch bleiben, freundlich natürlich entgegenkommt mit der sensitiven Energie des Krebses, ist eben auch Fürsorge da und liebevolles Miteinander. Wie gesagt, man muss sich da nicht involvieren, es muss auch nicht unbedingt ausbrechen, aber eine gewisse Wut, Zorn oder Provokation kann schon vorhanden sein. Wir haben aber auch mit Sonne und Mars eine Verbindung, wo man gut vorankommt. Die Energie, ja, Sonne in Zwillinge kann schon auch für ganz viele Gespräche und sehr viele Kontakte sorgen.
Wir haben den Stern Heilung einmal. Wir haben den Eremiten, das heißt so ein bisschen aus der Reserve locken, habe ich den Eindruck. Das ist Jungfrau-Energie, man überlegt sich etwas. Drei der Schwerter. Also ich glaube, es geht darum, dass jemand gekränkt ist oder gekränkt wurde, dass man versucht zu vermitteln, zu heilen, zu klären. Ja. Und wir haben die liebevolle Fürsorge der Königin der Kelche, da ist die Krebsenergie. Und das ist genau das, was ich hier so sehe oder was ich auch vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass du der Tröster bist, der Vermittler, der fürsorgliche Part in diesem Bereich. Ja, jemand wurde hier aus vielleicht bloßgestellt, ja, mit dem Eremiten und der Drei der Schwerter. Und ich glaube, dass du so ein bisschen dazwischen gehst oder jemand anderer auch dazwischen geht, so ein bisschen den Beschützer oder die Beschützerin mimt, ja. Mit dem Stern sehe ich auch den rückläufigen Pluto, Machtkämpfe, angeblich hier sich kümmern, aber letztendlich geht es darum, jemanden ja so ein bisschen zu beleidigen oder zu provozieren. Und ich denke, dass es wichtig ist, als Kollektiv, als Gruppe eben auch dagegen zu stehen, nicht nur du alleine als Fisch, sondern eben auch mit mehreren, ja, dass man eben die Kränkung nicht einfach hinnimmt, sondern auch irgendwo vielleicht auch sagt, das war nicht richtig, ja, das muss nicht sein. Es kann durchaus auch sein, dass es darum geht, jemanden, der sehr verletzt wurde, eben wieder, ja, ich sag mal, zu beleben, positiv zu beleben, jemandem zu helfen, über etwas hinwegzukommen. Da kannst du der Tröster sein, es kann auch sein, dass du getröstet werden musst, aber heute ist der Tag, wo man eben liebevolle Fürsorge spürt und gibt. Finde ich sehr schön, einen tollen Start in diese Woche, lieber Fisch. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder. Musik.